Hallo und herzlich willkommen bei Anywhere Yoga. Ich bin die Niki und heute gibt es eine entspannte Bodeneinheit. Das ist eine Yoga-Einheit, die du machen kannst, wenn du dich zum Beispiel ein bisschen krank fühlst oder erkältet bist oder sehr, sehr müde und erschöpft bist und das Gefühl hast, so boah, eine intensiv-dynamische Einheit, die schaffe ich heute auf keinen Fall, aber ein bisschen was möchte ich trotzdem machen für mich, dann ist die Einheit perfekt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Und wir beginnen im Liegen. Also komm in die Rückenlage hinein. Und in der Rückenlage, das Erste, was du tust, ist, du bringst die Fußsohlen zueinander. Lässt die Knie seitlich tief sinken. Bringst deine Hände auf deinen Bauch. Atmest mal ruhig und tief in deinen Bauch und Brustraum ein und aus. Am ersten Mal einfach das Heben und Senken von deinem Bauchraum wahr. Und allein darüber, dass du deine Aufmerksamkeit nach innen zu deinem Atem lenkst, kommst du wunderbar an im Jetzt, in diesem Moment. Es darf gern schon ein sanfter Ujjayi-Atem sein, ein liebevolles Rauschen. Und dann langsam beginnst du deine Beine zu schließen. Du kannst dir mit deinen Händen helfen. Du kannst einfach mit der Kraft deiner Beine arbeiten. Und dann kannst du die Beine einmal zu dir ranziehen. Dich liebevoll umarmen. Dann setzt du die Füße wieder am Boden ab. Schaust, dass die Füße hüftbreit sind und öffnest die Arme dann wie Flügel. Mit der Einatmung hebst du dein Gesäß hoch, bringst es weit rüber nach rechts und ausatmend lässt du deine Beine für ein einfaches Krokodil nach links sinken. Du atmest hier ruhig in deinen unteren Rücken hinein. Ziehst die rechte Hüfte ein bisschen von dir weg. Deine Schulterblätter erdest du. Nochmal ruhig einatmen. Und aus. Zieh den Bauchnabel nach innen, komm mit der Kraft aus der Mitte zurück. Heb dein Gesäß hoch, bring es weit rüber nach links und lass die Beine dann nach rechts in dein einfaches Krokodil sinken. Dann schließ gern deine Augen hier, nimm ein paar ruhige, achtsame Atemzüge tief in den unteren Rücken hinein, in deinen Bauchraum hinein und überall dorthin, wo du gern Raum schaffen möchtest. Nochmal ruhig einatmen. Atme aus, zieh den Bauchnabel wieder nach innen, komm zurück zur Mitte. Bring dein Becken zurück in die Mitte, zieh die Beine zu dir ran und diesmal öffne sie ein bisschen weiter die Knie und zwar so, dass sie Richtung Achselhöhle gehen. Und da kannst du sie gerne abwechselnd ein bisschen ranziehen oder zugleich ranziehen. Erlaub dem Steißbein von dir wegzuziehen, dein unterer Rücken erdet. Atme nochmal ruhig ein hier. Und aus. Von da aus beginnst du dann liebevoll nach hinten und nach vor zu schwingen. Kommst hoch zum Sitzen. Hier richtest du dich auf. Findest deinen aufrechten Sitz. Kann deine einfache Sitzhaltung sein oder auch der Fersensitz. Atmest ruhig ein und hebst die Arme nach oben hoch, ziehst dich lang und ausatmend, twistest du dich, nach rechts. Bringst deine rechte Hand hinter dich und deine linke Hand auf dein Knie. Hier atmest du ein, ziehst dich lang. Ausatmend ziehst du sanft und liebevoll an deinem rechten Knie, um ein bisschen weiter in den Twist zu kommen. Ruhig einatmen hier. Und aus. Nochmal ruhig ein. Und aus. Behalte dir die linke Hand auf deinem rechten Knie und heb deinen rechten Arm nach oben hoch. Atme hier ein. Zieh die rechte Schulter Richtung Ohr und ausatmend in sanfte Dehnung rüber nach links. Mit Kraft deiner linken Hand ziehst du dich in die Länge, hebst deinen Brustkorb und dein rechter Arm zieht kraftvoll über deinen Kopf nach links rüber. Atme nochmal ruhig ein hier.
Und aus. Ein letztes Mal einatmen. Und mit der Ausatmung kommt deine rechte Hand zu deiner linken Schulter. Und deine linke Hand zu deiner rechten Schulter. Gib dir mal eine liebevolle Umarmung. Und wander mit deinen Händen weiter nach hinten zu deinen Schulterblättern. Atme ruhig ein. Atme aus. Dann langsam beginnst du deine Unterarme aufzustellen und deine Handflächen ineinander zu legen für Garuda. Zieh deine Unterarme zueinander und gleichzeitig heb deine Ellbogen von dir weg. Heb deinen Brustraum. Atme hier ruhig ein. Ruhig aus. Nochmal ruhig einatmen. Und aus. Löst das auf. Kreis die Arme über die Seite hoch. Atme ein. Mit der Ausatmung twistest du nach links. Deine rechte Hand kommt auf dein linkes Knie und deine linke Hand kommt hinter dich. Du richtest dich erstmal lange auf, atmest ein. Ausatmen ziehst du an deinem linken Knie und beginnst dich liebevoll zu drehen. Ruhige Atemzüge begleiten das, was du tust. Bei der nächsten Einatmung hebst du deinen linken Arm nach oben hoch. Rechte Hand bleibt bei deinem Knie. Mit der Ausatmung dehnst du dich nach rechts. Mit deiner Hand auf deinem Knie kannst du ein bisschen ziehen, um deinen Brustkorb noch mehr aufzurichten, während dein linker Arm kraftvoll über deinen Kopf strebt und deine linke Flanke langzieht. Achte darauf hier, dass deine linke Hüfte erdet, dein linker Sitzknochen erdet. Atme ruhig ein hier. Atme aus. Nochmal ruhig einatmen. Und mit der Ausatmung kommt deine linke Hand zu deiner rechten Schulter und deine rechte Hand zu deiner linken Schulter. Und ein bisschen weiter nach hinten zu deinen Schulterblättern. Gib dir eine liebevolle Umarmung und zieh gern mit deinen Händen ein bisschen die Schulterblätter auseinander. Nochmal einatmen. Und aus. Und dann stellst du deine Unterarme auf und bringst die Handflächen ineinander für Garuda. Und hier drückst du die Unterarme zueinander, hebst die Ellbogen nach vor, atmest ruhig ein, hebst deinen Brustkorb, atmest aus. Ruhig ein. Und aus. Ein letztes Mal einatmen. Und aus. Du löst auf, kreist die Arme über die Seite hoch, atmest ein. Und mit der Ausatmung senkst du die Arme wieder seitlich tief, bringst dann deine Fußsohlen zusammen in deinen diamantenen Sitz und du bringst die Knie ein bisschen hoch. Und wenn es für dich klappt, bringst du die Unterarme unter dir durch, unter deinen Beinen durch, auf den Boden, greifst zu deinen Füßen, ziehst dich in die Länge, atmest hier ruhig ein und aus. Genießt einfach nur die Länge, die entsteht in deinem unteren Rücken. Spürst eine liebevolle Dehnung. Du hebst deinen Brustkorb. Es ist weniger ein, ich möchte tief sinken, sondern es ist mehr ein, du ziehst deine Unterarme mit deinen Unterarmen im Boden ein bisschen zu dir her und hebst dadurch dein Herz nach vor. Und wenn das zu viel ist mit den Unterarmen unter deinen Beinen, kannst du sie gerne einfach drüber legen und hier Brustkorb heben und weiten und du ziehst dich mit Kraft deiner Hände an deinen Füßen ein bisschen in die Länge her. Es muss gar nicht tief sein. Das Wichtige ist, dass du spürst, was sich öffnet, dass du spürst, wo du Raum schaffst. Atme nochmal ruhig ein hier. Atme aus. Langsam kommst du wieder hoch. Wenn du die Hände unter deinen Beinen hast, die Arme kommen langsam raus. Richte dich auf, schließ deine Beine und komm dann wieder zurück in einen Langsitz diesmal. Streckst die Beine nach vorne aus. Kannst die Knie leicht beugen. Weitest dein Gesäß nach hinten. Hebst deinen Brustkorb nach vor. Und dann atme hier ein und heb die Arme hoch. Zieh dich richtig lang. Und mit der Ausatmung möchte ich, dass du deinen Oberkörper auf den Oberschenkeln ablegst. Und beug ruhig die Knie so weit, bis das geht. Greif dann zu deinen Fußaußenkanten. Weite dein Gesäß nach hinten, heb dein Herz nach vor
Und dann, wenn dein Oberkörper, deine Oberschenkel verbunden bleiben, wanderst du ein bisschen nach hinten. Gerade so viel, dass du spürst, du bist noch verbunden und dein Rücken kommt mehr in eine Länge hinein. Entspann deinen Kopf, schließ deine Augen, wir bleiben noch für 3 tiefe Atemzüge. Noch einmal mehr ruhig einatmen und aus, langsam lösen, richtest dich auf. Komm mit deinem Gesäß eine Spur weiter nach vor, damit du hinter dir ruhig Platz hast. Und dann kommst du tief zum Liegen. Dein linkes Bein bleibt aufgestellt, dein rechtes Bein ziehst du zu dir ran. Umarmst es und streckst es dann senkrecht nach oben hoch, spreizt die Zehen, greift zu deiner Oberschenkelrückseite und zieh dein rechtes Bein näher zu dir ran. Und während dein rechtes Bein näher kommt, möchtest du die rechte Hüfte von dir wegziehen. Dadurch spürst du, dass sich dein hinterer Oberschenkel wunderbar öffnet. Und wenn du magst, kannst du auch zu deiner Wade greifen. Achte nur darauf, dass du deine Schultern entspannst, dass du die nicht hochziehst, sondern Richtung Boden atmest. Nochmal einatmen hier und mit der Ausatmung kommt dein rechtes Sprunggelenk auf deinen linken Oberschenkel. Öffnest dein rechtes Bein nach vorn und greifst zu deiner linken Kniekehle. Flex beide Füße, zieh dein Steißbein weg von dir, heb dein Brustbein, heb dein Kinn, atme ruhig ein und aus. Dein linkes Bein möchte näher zu dir, dein rechtes Bein möchte von dir weg. Atme nochmal ruhig ein und mit der Ausatmung leg beide Beine übereinander und umarm von oben deine Beine, zieh sie näher zu dir. Deine Schultern atmest du tief, dein Steißbein zieht von dir weg. Tief einatmen und aus. Nochmal einatmen und ausatmen und löst du. Streckst die Arme wieder aus neben dir, senkst den linken Fuß tief, dann hebst du dein Gesäß hoch, bringst es nach rechts, legst die Beine nach links ab. Diesmal ist der Twist ein bisschen intensiver, weil die Beine übereinander sind. Fühl dich frei, wenn es zu viel ist, die Beine einfach wieder voneinander zu lösen und aufeinander zu legen. Atme tief ein hier und aus. Einatmen und aus, zieh den Bauchnabel nach innen, komm langsam wieder zurück, komm zurück zur Mitte. Bring dein rechtes Bein tief und zieh dein linkes Bein ran. Umarm dein linkes Bein und streckst dann nach oben hoch zur Decke. Du umarmst deine Oberschenkelrückseite oder deine Wade, spreiz die Zehen, zieh dein linkes Bein zu dir ran und die linke Hüfte von dir weg. Entspann deine Schultern tief. Atme ruhig ein, ruhig aus. Nochmal ruhig einatmen. Und bring ausatmend dein linkes Sprunggelenk auf deinen rechten Oberschenkel. Zieh dein rechtes Bein zu dir ran und greif zu deiner rechten Kniekehle. Dein linkes Bein möchte von dir weg, dein rechtes Bein kommt näher. Deine Füße sind flex. Und während du dein Steißbein wegziehst von dir, hebst du dein Brustbein und hebst dein Kinn. Atme tief ein und aus. Nochmal tief einatmen, ausatmen, langsam lösen. Du bringst die Beine übereinander, umarmst über dein Knie und ziehst es näher zu dir ran. Steißbein von dir wegziehend, genießt du das Öffnen, die Weite. Auch hier geht die Dehnung zu deinen äußeren Hüften. Vielleicht spürst du besonders die linke Hüfte. Atme tief ein hier. Atme aus. Setz deinen rechten Fuß ab. Öffne die Arme. Bring dein Gesäß hoch und weit rüber nach rechts. Nach links, Verzeihung, natürlich nach links. Und lass die Beine nach rechts sinken.
und fühl dich frei, immer so ein bisschen zurückzugehen auf der Matte, noch wenn das noch nicht ausreichend war für dich. Atme in deinen unteren Rücken hinein. Leg die Beine übereinander, wenn es für dich zu intensiv ist. Ruhig einatmen. Ruhig aus. Nochmal ruhig einatmen und ausatmen. Zieh den Bauchnabel nach innen, komm zurück. Bring die Füße nebeneinander, bring dein Becken zur Mitte. Umarm dich nochmal ganz liebevoll. Und dafür einen kurzen Moment. Komm in Shavasana. Öffne die Beine ein bisschen weiter, die Arme ein bisschen weiter. Schließ deine Augen. Genieße es, dich tragen zu lassen von der Matte, dich tragen zu lassen von Mutter Erde. Und voller Vertrauen lässt du dich da tief hineinsinken. Beobachtest einfach nur das Heben, das Senken von deinem Brust- und deinem Bauchraum. Lass alle Muskeln los. Es ist so wunderschön, sich getragen zu fühlen, geborgen zu fühlen. Ganz langsam kommst du dann wieder zurück, beginnst die Hände, die Füße zu bewegen, streckst die Arme nach hinten, ziehst dich lang und dann stellst du deine Füße auf, rollst dich auf deine rechte Seite, nimmst deinen rechten Arm als Kopfkissen, bleibst noch einen Moment in dieser wunderbaren Position, die du auch im Mutterleib gehabt hast, als du im Bauch von deiner Mama warst. Und wir nehmen oft diese Position ein nach dem Yoga, nach unserer Praxis, als ein Symbol für das Urvertrauen, das wir mal hatten. Dieses Vertrauen, dass alles gut ist im Bauch von unserer Mama, da haben wir uns wohl gefühlt, es war warm und wir haben uns geborgen und beschützt gefühlt. Und jedes Mal, wenn wir diese Position einnehmen, sagen wir damit, es ist immer noch alles gut und wir sind immer noch beschützt. Und wir sind immer noch geborgen. Und es ist so schön, wenn wir uns am Ende unserer Praxis daran erinnern. Komm langsam zum Sitzen hoch. Finde einen aufrechten Sitz. Bring eine Hand auf dein Herz, leg die andere Hand darüber. Bleibe kurz hier, um deinen Herzschlag und deinem Atem zu lauschen. Und dann langsam löst du die Hände und bringst sie zu deinem dritten Auge für liebevolle Gedanken, zu deinem Mund für sanfte Worte und zu deinem Herzen für ein Herz voller Liebe und Mitgefühl für dich und alle Wesen dieser Welt. Namaste. Vielen Dank, dass du mit mir heute diese sehr sanfte, liebevolle Einheit praktiziert hast. Ich hoffe, sie hat dir gut getan. Hinterlass mir gerne einen Kommentar bei diesem Video und abonniere meinen Kanal, wenn es dir Freude macht. Das inspiriert mich immer dazu, dass ich mehr Videos mache. Und wenn du mal live mit mir Yoga machen möchtest, dann findest du mich in Graz im Yoga-Live-Studio oder auch auf yoga-live.at. Findest du Zoom-Online-Klassen mit mir, weil wir übertragen die Klassen von mir auch live. Und
dann kannst du mal so richtig in Echtzeit mit mir praktizieren. Ich freue mich darauf, dich bald wiederzusehen bei dir im Wohnzimmer. Bis bald. Alles Liebe.